Servusler, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Franconian Live. Ich bin der Mari und heute koche ich leckere Krautwiegel. Oder wie man bei uns auch sagt, Krautwiegeler. Und wie ich die mache, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Schauen wir uns an, was wir brauchen. Wir brauchen einen Spitzkohl, ein Hackfleisch, Salz, Pfeffer, eine Zwiebel, ein Ei und etwas Muskatnuss. Weiter geht's mit unserem Spitzkohl. Da schneiden wir unten den Strunk ein wenig raus. Machen auch die äußeren Blätter ab. Weiter geht's mit unserem Spitzkohl. Den blanchieren wir jetzt kurz, damit sich die Blätter schön lösen. Jetzt sieht man auch schön, wie sich da dann nacheinander die Blätter lösen. Jetzt sind wir mal ein Blatt noch ein anderen runter. Unsere Kohlblätter haben wir jetzt. Die sind ein wenig kleiner, aber unten sind dann die größeren. Jetzt geht es auch schon weiter mit der Zwiebel. Die hacken wir fein. Unsere Zwiebeln sind gehackt, die kommen jetzt gleich mit ins Hackfleisch. Dann kommt ein Ei mit rein. Das Ganze würzen wir jetzt auch ein wenig mit Salz. Etwas Pfeffer. Und eine Prise Muskatnuss darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze mischen wir jetzt gut durch. Dass es auch eine schöne Bindung kriegt. Das Hackfleisch hat jetzt eine gute Bindung. Das stelle ich jetzt noch mal kurz auf die Seite. Dann geht es noch mal weiter mit den Kohlblättern. Da schneide ich hinten den etwas dickeren Strunk schneide ich raus. Ich habe jetzt auch mal das Hackfleisch in 8 Teile aufgeteilt, weil 8 Stück will ich rauskriegen. Von den Blättern, von den Kohlblättern, habe ich hinten auch den Strunk ein wenig rausgeschnitten. Fangen wir mal an zu filmen. Nehmen wir da mal so eine schöne Portion. Schlagen das links und rechts so ein. Und wickeln das so schön ein. Und so sollen die dann ausschauen. So schauen sie aus, unsere Krautwiegel. Und die braten wir jetzt mal schön raus. Das Öl ist heiß, braten wir unsere Krautwiegel an. Wenn dann die Krautwiegel auf der einen Seite schön angebraten sind, drehen wir sie um und lassen sie von der anderen Seite auch noch anbraten. Die Krautwiegel sind von beiden Seiten schön angebraten. Jetzt gieße ich das noch ein wenig mit Wasser auf. Und lasse die jetzt so für ca. 20 Minuten noch schön langsam vor sich hin köcheln. Die Krautwiegel sind fertig und Leute, ich kann euch sagen, erstens mal schauen sie verdammt lecker aus und zweitens, das ist ein Duft, sag ich euch. Oh, der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich zum Versuchen wieder. So Freunde, machen wir noch das Versuchen und ich freue mich so riesig drauf, die zu probieren, weil ich habe glaube ich schon seit einer halben Ewigkeit keine Krautwiegel mehr gegessen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Und deswegen freue ich mich jetzt da so riesig drauf. Ich kann es kaum erwarten. Ich muss jetzt da auf jeden Fall mal probieren. Achtung!
Soße. Fantastisch. Also das lohnt sich auf jeden Fall, die Krautwiegel noch zu machen. Rezept steht wie immer unten in der Infobox. Kartoffeln, natürlich die erste Wahl als Beilage. Süßchen haben wir natürlich auch erwähnt gehabt. Die bindet man, wenn man will, noch ein wenig ab. Noch ein wenig abschmecken mit Salz und Pfeffer. Dann ist das eigentlich schon wunderbar. Ein gutes Süßchen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Abonniert uns. Kommt jetzt gleich da unten einfach draufklicken. Die Glocke nicht mit vergessen. Rezept habe ich ja schon gesagt. Unten in der Infobox findet ihr das. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, servus.